Ich bin gerade ein bisschen am Weihnachtsgeschenke stricken und falls meine Familie zuschaut, ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht zuschauen, dann hier wegschalten. genau, denn sonst wisst ihr, was ihr zu Weihnachten bekommt. Meine Schwester hatte ganz spezielle Wünsche. Manchmal passiert es, dass da ganz unauffällig mal vor Weihnachten genau gesagt wird, was man sich Gestricktes wünscht. Und meine Schwester wünscht sich Handschuhe für die Kita, also sie ist Erzieherin, für Handschuhe, die eine Klappe haben, wo man die Finger schnell rausbekommt, aber wo der Daumen auch nicht komplett zu ist, aber auch nicht nur so halb, sondern wo man den Daumen rausmachen kann, sodass man, sie hat es so beschrieben, dass sie schnell reagieren kann, wenn sie was Dreckiges draußen in die Hand gedrückt bekommt von den Kids. Und ich bin da jetzt gerade ein bisschen am Ausprobieren. Es sieht aktuell einfach nur aus wie so eine dünne Röhre hier, aber angezogen ist es schon ganz cool. Und zwar sieht es angezogen so aus, also funktioniert auf jeden Fall schon ganz gut. Und hier vorne habe ich jetzt wie so eine Klappe dran gemacht, dass sie ihre Finger hier raus machen kann, aber auch wieder rein. Ich habe noch überlegt, ob ich hier hinten wie so einen Knopf oder sowas dran mache. Das ist ja oft bei diesen Umklappbaren, dass man die auch dauerhaft quasi so umgeklappt tragen kann. Genau, und dass das Ganze so aussieht, also hier so aus einem und hier wie so eine Klappe, die sich so ein bisschen überlappt. Und dann beim Daumen werde ich jetzt hier wie so ein Loch noch reinstricken, dass man da so einen Daumen rausmachen kann. Genau, also an sich schon mal ganz cool. Und ich zeige das nochmal von näher. Ich habe hier die Zunahme so nebendran gemacht, so wie ich das in dem Video mit diesen Chunky, ups, aber ich gehe mal wieder so, dass ihr mich sehen könnt. Also die Zunahme habe ich so gemacht, hier neben dem Daumen, so wie in dem Video zu den Handschuhen, das ich gemacht hatte. Da hatte ich das Ganze in einem Halbpatent gestrickt und hier habe ich jetzt zwei rechts, zwei links gemacht. Und ich habe dann hier auch in jeder dritten Reihe immer nur eine Zunahme daneben gemacht. Ja, und ein bisschen, also von der Form her mit dem zwei rechts, zwei links, habe ich das ein bisschen inspiriert von Paula Strickt, von den Handstulpen, die sie gemacht hat. Also das war so meine Inspiration. Und ich kann euch mal die Seite verlinken, wo ich mir angeschaut habe, wie man diese Klappe stricken kann, ohne hier irgendwie was anzusetzen außen. Das war nämlich da auch ganz gut beschrieben, ist auf Englisch beschrieben, aber es sind auch Bilder dabei. Genau, und da habe ich eben geschaut, wie man eben so eine Klappe machen kann, dass es von außen trotzdem einfach wie ein glatter Handschuh aussieht. Genau, und ich denke, damit es nicht einfach so aussieht hier wie so eine Wurst, ist hier wirklich nicht ganz so hübsch aus hier gerade, vor allem von hier, schaue ich mal, ob ich das ein bisschen spannen kann, wenn ich das gewaschen habe, dass ich das so ein bisschen gespannt hinlege und das dann hübscher wird. Genau. Und dann wichteln wir mit der großen Familie, also unter Geschwistern und meinen Eltern schenke ich was und dann mit der ganzen Familie wichteln wir. Und jetzt wirklich an meine Familie. Wegschalten. Ihr wisst nicht, welchen Wichtel ihr habt. Ich habe also jetzt beim nächsten Mal wieder oder nach Weihnachten angucken. Ich habe meine Oma nämlich gezogen. Und meine Oma ist schon so ein sehr, so ein Domfan, also Kölner Domfan. Der Großteil meiner Familie lebt in Köln, also um den Zusammenhang zu verstehen. Und ihr Geschenk habe ich schon fertig. Da habe ich nämlich solche Socken gestrickt, indem ich oben den Dom immer mal wieder hier so mit eingestrickt habe. Und die habe ich genau spiegelverkehrt gemacht, um das Ganze so ein bisschen spannender zu machen. Hier unten, das sieht so ein bisschen aus wie so eine rote Pappnase. Ja, das wird auf jeden Fall das wichtige Geschenk. Und genau, da oben ist dann so ein paar Mal der Dom mit drin. Aber jetzt bin ich gerade erstmal weiterhin am Projekt Wursthandschuh. Thank you.
Ich habe jetzt gerade hier die Hälfte der Daumenmaschen, also innen von den Daumenmaschen, abgenommen und also abgekettet. Und jetzt werde ich in der Runde darauf die Maschen an der Stelle quasi genau die gleiche Anzahl wieder zusätzlich aufnehmen. Und dann werde ich darüber wieder weiter stricken. Also da mache ich keine Überlappung oder sowas am Daumen. Ich glaube, das braucht es nicht. Also bei dem hier oben habe ich das gemacht, dass sich das über 6 Reihen ungefähr überlappt. Aber ich glaube, dass es hier beim Daumen keine Überlappung braucht, sondern einfach so ein Loch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe meiner Schwester nämlich zum Beispiel schon mal mit so einem Zeigefinger- und Daumenloch so Handschuhe gemacht, so für das Handy benutzen zu können, aber trotzdem Fäustlinge haben. Und da habe ich auch einfach so kleine Löcher reingemacht. Das ist jetzt hier auch mein Plan. Also genau, die Hälfte der Maschen habe ich jetzt hier abgekettet. Und dann nehme ich jetzt in der Runde darüber direkt wieder auf. So mache ich das, glaube ich. Okay, doch nochmal kurz Änderung. Ich habe gerade getestet und ich habe die Maschen quasi hier abgenommen. Und es ist so ein bisschen seitlich vom Daumen. Also ich hätte, glaube ich, eher hier erst ab der Mitte, von wo ich gerade abgenommen habe, abnehmen sollen. Und dann noch über diese hier, damit es vorne am Daumen ist und der eben so rauskommen kann. Also hier an der Seite bringt mir das ja gar nichts. Das heißt, ich mache das nochmal auf und dann fange ich erst hier an und werde dann die letzten 8 Maschen abketten. Ich glaube, das ist funktionsmäßig besser. Jetzt sieht's gut aus. Hier vorne habe ich jetzt die Abnahmen gemacht. Und hier hinten geht es weiter und hier ist dann das Loch. Dann kann man genau hier vorne so den Daumen rausmachen. Ist fertig. Er sieht immer noch aus wie so ein dünnes Würstchen. Aber ich hoffe, dass sich das beim nach dem Waschen und Legen das Spannen verbessert. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Der Daumen sieht aus wie so ein kleiner Bandit. Aber man kann auch hier den Daumen rausholen und hier dann die Finger. Und dann hat man alles frei und dann kann man wieder alles warm verstecken, wenn man das nicht braucht. Und die sind ein ganz kleines bisschen zu klein und das ist vielleicht ganz gut, weil meine Schwester hat auf jeden Fall noch mal kleinere Hände als ich und ich habe auch schon relativ kleine Hände, aber sie hat auf jeden Fall noch mal kleinere und ich weiß auch noch nicht, ob ich hinten was drauf mache, weil wenn man das so nach hinten macht, dann steht das zwar so ein bisschen ab, aber ich weiß nicht, ob das dann so stört, weil macht man das dann wirklich so aktiv nach hinten, weil die meiste Zeit hat man das doch wahrscheinlich zu. Und nur wenn man die Finger dann wirklich mal braucht, macht man das nach hinten und dann kann es auch so ein bisschen abstehen, oder? Weil ich finde eigentlich dieses Cleane ganz schön. Ich glaube, ich werde es erstmal so lassen und meine Schwester fragen, wie ihr das gefällt. Und wenn sie sagt, doch so ein Knöpfchen hier oder so wäre praktisch, dann kann man den ja immer noch dran machen. Das wäre ja kein Problem. Genau. So sieht's aus. Kleinen Banditendaumen. Also, so sieht's aus. Und ich dachte jetzt beim zweiten zeige ich euch so ein bisschen grob, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich 3,5 mm Nadeln genommen. Ich habe das jetzt mit einem Nadelspiel gemacht, weil ich keine Rundstricknadel in 3,5 mm da hatte. Wenn ich das hätte, dann würde ich mit der Magic Loop Methode arbeiten. Ich finde, das ist gerade bei Socken und Handschuhen und so schon oft entspannter, aber ich habe eben nicht jede Stärke da und deswegen wechsle ich immer wild durch, je nachdem, wie ich es mache. Und in 3,5 habe ich eben nur das Nadelspiel, also nehme ich das. Funktioniert natürlich auch, aber ich muss sagen, wenn man einmal so ein bisschen sich am Magic Loop gewöhnt hat,
dann möchte man auch ungern wieder das Nadelspiel benutzen, oder? Wie geht's euch? Seid ihr Team Nadelspiel oder Team Magic Loop? Ich habe von Sadness Garn die Peer Gynt verwendet. Genau. Und da ist darauf angegeben, dass die 3,5 bis 4 mm Nadeln auch gestrickt werden soll. Und ich fand die 3 mm Nadeln dafür auch echt schön. Also das Ergebnis ist so ein bisschen fester und das finde ich schon ganz cool so für die Handschuhe. Und ich habe insgesamt 44 Maschen aufgenommen. Ja, genau, auf jede 11. Also 44 Maschen aufgenommen und dann habe ich einfach erstmal über ein paar Zentimeter im Doppelrippmuster gestrickt. Und dann hier beim Daumen dann irgendwann angefangen, langsam Maschen daneben aufzunehmen. Genau, aber das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Also ich habe erstmal über einige Runden einfach im Doppelripp gestrickt. Genau, und das mache ich jetzt für den zweiten auch wieder. Den anderen muss ich natürlich jetzt dran denken, dass ich den Daumen genau auf der anderen Seite mache. Also genau gespiegelt stricke. Ich habe einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr mit einem Nadelspiel arbeitet oder generell in Runden strickt, dann mache ich das immer so, dass wenn ich, um die Runde zu schließen, tausche ich die erste und die letzte Masche auf den Nadeln, damit direkt die Runde zu ist und man nicht immer dieses Problem hat am Anfang, dass sich hier so eine kleine Lücke bilden kann oder so, weil es nicht eng genug ist. Das heißt, ich nehme immer die letzte Masche, die ich gestrickt habe oder aufgenommen habe, auf meine linke Nadel rüber und dann die erste, beziehungsweise jetzt ist es dann die zweite Masche von der linken auf die rechte rüber, sodass die ersten beiden Maschen quasi einfach getauscht sind und dann ja, hat man direkt die Runde geschlossen und keine Lücke mehr. Also das ist so mein Rundenschließtipp. Das funktioniert ziemlich gut und dann hat man nicht mehr, ja, dieses Loch oder diesen Abstand am Anfang. Gerade wenn man anfängt zu stricken, passiert das ja häufiger, dass man gerade bei so einem Nadelspiel oder Magic Loop oder so die Übergänge schon relativ stark sehen kann. Und da hilft es dann auf jeden Fall, wenn man wenigstens schon mal die Lücke geschlossen hat und da dann ja, sich das nicht mehr so weit sieht. Genau, weil dann kann man einfach anfangen und hier, wie ihr seht, ist irgendwie da ist direkt das total zu, genau wie an allen anderen Enden und nicht irgendwie eine sehr breite Masche oder sowas. Naja, fast, ne? Was seht ihr da drin? Das könnte so ein Flaschengeist sein, der so rauskommt. Könnt ihr mal schreiben, was ihr darin seht. Vielleicht drehe ich es mal, vielleicht sehen wir was anderes. Ja, mein tägliches Experiment. Latte Art zu machen. Manchmal klappt ein Herz und manchmal klappt dieses dreimal hintereinander, sodass da so ein, wie so ein Zweig mit so Blättern entsteht. Aber es ist schon auch viel Glückssache. Aber an sich glaube ich, dass die Konsistenzen eigentlich gut sind. Das ist nur meine Kunst, die ich noch überarbeite. Jetzt habe ich gerade hier das Bündchen fertig gestrickt und jetzt werde ich so wie hier anfangen, Maschen aufzunehmen. Also so neben dem, ist egal, ich so, hier so Maschen aufzunehmen, neben dem Daumen. Und das habe ich mir dann markiert und davor werde ich jetzt immer Maschen zunehmen. Von Songul bekommen. Ich hatte euch in einem Blog, als ich über Nachhaltigkeit gesprochen habe, von der Seite erzählt, dass ich die entdeckt habe und dann hatte ich die mir dann geschrieben, ob die mir noch ein bisschen mehr erzählen können, wie die arbeiten und das war ein sehr, sehr schöner Austausch und die haben mir ein paar Wolle zur Verfügung gestellt. Das Video an sich ist aber keine Kooperation, die haben einfach ein paar Wollen geschickt. Und haben euch aber auch einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Den schreibe ich euch hier unten hin. Mit dem Code KreativTORIA10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Und ich würde sagen, wir schauen mal zusammen da rein.
Also, ich habe unterschiedliche Wollen bestellt, die recycelt sind und vegan. Unter anderem wollte ich unbedingt die vegane Kaschmir testen. Die ist ja eine Baumwolle, aber sie fühlt sich wirklich sehr, sehr weich an. Also sehr viel fluffiger als sonst oft Baumwollen sind. Da bin ich sehr gespannt, die auszuprobieren. Dann habe ich einmal hier die Karma Cotton. Die ist auch recycelt, das heißt aus recycelten Baumwollresten wieder zu einem neuen Garn gesponnen worden. Und die habe ich in unterschiedlichen Farben. Dann hier einmal, das ist die Reborn Denim. Das heißt, die ist aus Denim recycelt worden. Auch richtig cool, weil die hat so unterschiedliche Farbtöne. Wirkt auch richtig, richtig schön. Und dann schauen wir noch einmal hier unten rein. Und dann einmal hier in zwei Farben die Lazy Linen. Das ist eine Sockenwolle. Und die ist auch eben aus recycelten Garnen. Das heißt, die hat so ein bisschen eine Struktur in unterschiedlichen Farben drin. Ja, fühlt sich auch sehr gut an. Und dann noch einmal hier ein Knäuel von der Reborn Jeans. Die gibt es in unterschiedlichen Blau- und Schwarztönen und wird eben aus alten Jeans hergestellt. Und gibt es dann eben dementsprechend auch in Jeansfarben. Und da bin ich auch sehr gespannt. Die fühlt sich auch sehr, sehr, sehr weich an. Ich glaube, die wird teilweise, also es ist teilweise aus Jeans und dann auch aus recycelten PET. Das ist dann gemischt daraus. Ja, ich würde sagen, damit kann es sehr viel ausprobiert werden und ich teile natürlich die Projekte mit euch und was ich so stricke und werde euch dann mal feedbacken, wie mir die Wollen so gefallen haben. Es ist der nächste Tag. Ich habe ein bisschen weiter gestrickt. Soweit bin ich gerade. Es ist schon gefühlt wieder super dunkel. Ich gehe mal ein bisschen näher ans Fenster. Und zwar habe ich mal geschaut, wie ich den Handschuh trocknen kann, also spannen kann, damit der irgendwie in der Form bleibt und habe mir eine Pappschablone gebastelt, die so aussieht. Ist noch ein bisschen schief, ist noch nicht ganz optimal, der Daumen passt auch noch nicht so ganz. Man sieht, die ist so ein bisschen schief geworden. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also natürlich, die Pappe würde ziemlich nass werden. Ich glaube, ich muss da irgendwas drumherum machen. Aber wir haben, als wir hier vor einem Jahr eingezogen sind, war in der einen Schublade noch Alufolie unterm Herd. Und die haben wir bisher noch nicht gebraucht. Also wäre das vielleicht jetzt mal ein Einsatz dafür, dass ich da die Pappe umwickle und dann mir nochmal eine neue Schablone mache. Also ein bisschen gerader und ein bisschen breiter könnte die noch sein. Also es ist immer noch ein bisschen so locker hier drauf. Es könnte noch ein bisschen mehr gespannt sein. Und dann umwickle ich die Pappe und dann, also mit der Alufolie, und dann könnte man den Handschuh doch darauf trocknen. Des Herausholens, ob das geklappt hat, dass es so in der Form bleibt. Ich hole jetzt mal den Handschuh, der ist trocken, von der Form runter. Dann schauen wir mal, ob es immer noch aussieht wie eine Wurst.
Ja, es hat richtig gut geklappt. Ich bin richtig begeistert. Es hat richtig gut geklappt. Schaut mal. Es sieht aus wie ein Handschuh. Richtig gut. Voll schön. Okay, also kann ich empfehlen, die Hand einmal umzeichnen und dann eine schöne Handschuhform daraus machen. Aus Pappe. Und dann hier den Daumen so ein bisschen einknicken. Das hat auch gut geklappt, dass es hier trocknet. Ich habe es auf der Heizung so ein bisschen trocknen lassen. Es hat gut geklappt. Ich habe gerade den anderen Handschuh fertig gestrickt. Jetzt muss ich noch alles zusammen nähen. Also hier an der Seite überlappt sich dann das so ein bisschen, wo die Klappe oben ist für die Hände. Und das muss ich noch an der Seite annähen und so. Aber wie gesagt, das ist alles in dem Blogbeitrag, nachdem ich das gestrickt habe, diese Klappe erklärt. Ja, also jetzt sieht man auch nochmal richtig gut den Vergleich. Warte, ich zeige euch nochmal. Ich lege die jetzt nochmal nebeneinander, die beiden Handschuhe, wenn das gespannt ist und wie das vorher aussah. Vorher, nachher. Schon krass, oder? Ich finde das immer so befriedigend, wenn sowas so fertig gewaschen und gespannt ist. Das sieht so schön aus. Für meinen Bruder werde ich auf jeden Fall auch was stricken. Ich hatte überlegt, ihm vielleicht eine Mütze zu stricken. Und ich denke, so, jetzt habe ich gerade mal hier geholt. Ich denke, ich werde das aus der Kremke Soul Rule Reborn Jeans machen. Und dann eigentlich wie mit der Anleitung, wie ich das mit der Chunky Mütze, wann habe ich das erklärt, das Video? Vor 2 Wochen? Vor 1 Woche? Ich bin mir nicht sicher, wenn es online kommt, aber ich verlinke es euch unterm i. Also da, wo ich erklärt habe, wie man eine Chunky-Mütze in 2 rechts, 2 links strickt, mit so einer relativ einfachen Abnahme. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das damit auch mache. Mal schauen, ob ich das doppelt nehme oder einzeln lasse und das Ganze dann einfach ein bisschen feiner mache. Das überlege ich mir noch. Aber ich denke, dass das eine ganz coole Wolle ist. Die ist ziemlich weich, aber hat trotzdem so genug Struktur, um dass sie so als Mütze, glaube ich, gut hält und warm hält. Also ja, die fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an und die hat eben so eine Melierung damit drin. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, vor allem, weil der auch gerne generell blau trägt. Genau, kann ich mir gut vorstellen, dass es passt. Es ist ein bisschen später. Ihr habt gesehen, ich habe gerade das Knäuel aufgewickelt, woraus ich für meinen Bruder eine Mütze stricken wollte. Und ich habe gerade getestet, wie ich das stricke und hatte überlegt, das so rechts, links, zwar rechts, zwar links zu machen, eigentlich wie die Handschuhe gerade, also in einem doppelten Rippmuster. Aber dafür war die Wolle dann doch ein bisschen zu dünn und ich könnte die natürlich auch doppelt nehmen. Aber ich habe jetzt auch mal getestet, das in einem Doppelstrick zu machen. Und also immer eine rechts und eine links mit dem Faden vor der Arbeit abheben. Und das sieht eigentlich auch sehr hübsch aus und ein bisschen sehr fein, aber trotzdem halt dicker, weil es dann ja quasi komplett doppelt ist. Ja, und ich glaube, das werde ich mal versuchen. Ich habe eine Maschenprobe gemacht und ja, rechne mir jetzt mal aus, wie viele Maschen ich da aufnehmen müsste. Ich habe jetzt angefangen, Runden im Doppelstrick zu stricken, also immer die, wie gesagt, rechten rechts und die linken mit dem Faden vorne abgehoben. Und das klappt sehr gut. Und ich glaube, ich habe auch die Größe ganz gut hinbekommen. Ja, ein bisschen größeren Kopf als ich, also sollte das, glaube ich, gut passen. Und ja, ich stricke jetzt einfach erstmal einen langen Schlauch und habe hier gerade mal so 4 cm. Also ich meine, dadurch, dass es doppelt ist, dauert das ein bisschen, aber es sieht auch, ist jetzt ein bisschen dunkel, ich zeig's, sobald es wieder heller ist oder
morgen im helleren das mal. Aber genau, auf jeden Fall sieht es dadurch sehr, sehr hübsch aus, muss ich sagen. Sehr definiert. Gefällt mir gut. Mache ich jetzt weiter mit. Ich habe jetzt ca. 22 cm gestrickt. Das wirkt, als wäre es ganz gut. Und am Anfang dachte ich, vielleicht ändere ich irgendwann das Muster. Und es macht Sinn, am Anfang das im Doppelstrick zu machen und nicht einfach als lange Röhre glatt rechts und dann doppelt zu legen. Aber jetzt habe ich das Muster nicht geändert und es war ein bisschen unnötig, es im Doppelstrick zu machen, weil es dauert natürlich viel länger, als einfach eine lange Röhre glatt rechts zu machen. Das war vielleicht nicht die beste Idee, aber na gut, es hat auch funktioniert. Und an einer Stelle ist es jetzt immerhin schon so verbunden, da wo ich immer die Runde gewechselt hat, bleibt das dann zusammen und nicht komplett doppelt gelegt. Das heißt, es bleibt wahrscheinlich an einer Stelle und rutscht nicht so hin und her. Hey, das ist vielleicht der Vorteil daran. Aber ja, es war auf jeden Fall ein bisschen doppelte Arbeit. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt mit den Abnahmen anfangen. Ich habe das jetzt in 6 Teile aufgeteilt und nehme immer dahinter ab, also nur auf der einen Seite, und stricke dann mal 2 Maschen zusammen. Und ich mache das in jeder Runde, weil dann quasi einmal vorne und einmal hinten jeweils in jeder zweiten Runde abgenommen wird, falls es irgendwie Sinn macht. Also ich nehme quasi immer eine vorne ab und in der nächsten Runde eine von hinten. Und so ist quasi immer abwechselnd in jeder zweiten Runde abgenommen. Also im Nachhinein wäre es definitiv einfacher gewesen, hätte ich einfach einen Schlauch gemacht. Hätte ich mir vorher überlegt, was ich genau machen möchte. Und nicht jetzt hier im Nachhinein. Macht das so natürlich nicht so viel Sinn. Da hätte man einfach beide Teile einzeln machen können. Und das wäre sehr viel einfacher gewesen. Also ihr kennt diese Mützen, ne, die man so lang strickt, an beiden Seiten abnimmt und dann einfach ineinander faltet. Ja, aber irgendwie dachte ich, vielleicht mal baue ich ein Muster oben ein und dann macht das Sinn. Naja, jetzt nehme ich so ab, funktioniert auch. Noch ein bisschen was mitgefilmt, als ich die Mütze fertig gestrickt habe. Es tut mir leid, ich habe so ein bisschen das Gefühl, krank zu werden. Mein Hals ist komplett zu und es zieht so in die Ohren rein. Deswegen habe ich ganz entspannt einfach ein bisschen gestrickt und nur Teile mitgefilmt und nicht so viel geredet. Genau, also die Mütze ist fertig. Ich habe jetzt hier oben die Abnahme in so 6 Teile aufgeteilt und dann da immer am Anfang in jeder zweiten Runde und dann irgendwann in jeder Runde Abnahmen gemacht. Und ja, ich hoffe, dass sie ihm gefallen wird. Ansonsten passt sie mir. Und dann werde ich die einfach selbst behalten. Aber ich denke, dass sie ihm passen sollte. Und das habe ich jetzt mit der Reborn Jeans von Cremke Soulwool gestrickt. Und fühlt sich super weich an. Richtig, richtig schön und hat diesen melierten Effekt da drin, ne? Mit diesen kleinen helleren und dunkleren Stellen. Ja, also finde ich ziemlich cool, gerade so passend eben wirklich zur Jeans und so sieht es, glaube ich, sehr, sehr gut aus. Ja, und wie gesagt, mit dem Code KreativVictoria10 kriegt ihr auch bei Soulwool 10% auf eure Bestellung, also falls ihr da Lust habt, mal vorbeizuschauen. Ich habe, wie gesagt, das Päckchen von denen zugeschickt bekommen mit super schönen Sachen und fange jetzt an, alle möglichen Sachen mal auszuprobieren. Mit der ersten Mal bin ich auf jeden Fall hier sehr, sehr happy. Ja, richtig, richtig schön. Genau, und ich wollte euch auch nochmal beide Handschuhe zeigen. Die sind nämlich jetzt getrocknet und in der Form und sehen so aus. Ja, das hat auch richtig gut geklappt mit der Vorlage. Also, genau, die sind auch fertig geworden. Und dann habe ich auch noch ein paar Aufnahmen gestern Abend gemacht. Ich habe nämlich noch was angefangen für meine Cousine. Und zwar habe ich hier so eine pinke Röhre mit Plüsch am Rand schon gestrickt. Daraus werde ich, wie in dem letzten Video, was ich gemacht habe, so ein Scrunchie machen. Und meine Idee ist es, so ein Horn zu häkeln und so 2 kleine Öhrchen und daraus ein
Einhorn-Scrunchie zu machen. Das ist aber auf jeden Fall die Idee. Aber ich fühle mich wirklich nicht so richtig fit. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle den Vlog beenden. Und ich habe das gerade schon versucht, ein paar Mal aufzunehmen. Mein Kopf ist gerade ein bisschen wirr und ich fühle mich ziemlich fertig. Deswegen, ja, wird es jetzt dabei bleiben. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ein bisschen Inspiration daraus ziehen können oder einfach entspannt selber stricken und zugucken, was ich so stricke für Weihnachten. Ich finde es generell mal spannend, strickt ihr auch Weihnachtsgeschenke oder seid ihr eher so lieber kaufen oder selber machen? Finde ich immer ganz spannend, weil manche stricken auch gerne für sich selber. Das mache ich auch gerne. Wie man sieht, habe ich ja auch was Selbstgestricktes an. Aber ich muss sagen, ich verschenke auch gerne selbstgestrickte Sachen. Ja, also schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.